sowas. Über 100 Länder weltweit sind aktuell in Gefahr, von ihren Schulden nicht nur symbolisch wie hier auf dem Platz, sondern ganz real stranguliert zu werden. Ich will mal einen fragen, der ein verschuldetes Land repräsentiert, was das für ihn bedeutet. Fenwell, du kommst aus einem Land in Afrika. Von Afrika redet die Bundesregierung als Präsidentin der G20 in diesem Jahr sehr viel. Was erwartest du von dem Prozess da hinten im Casino? What do you expect from the G20? The G20 has lately been talking about resilience and stability of the financial systems, but at the same time they have been pushing loans to countries, especially African countries that are resource rich. And these loans are actually pushing big enterprises and multinational companies to make big profits at the expense of the people and the individual people on the continent. Die G20 reden viel von einem resilienten, also einem widerstandsfähigen Wirtschaftssystem, aber in der zur gleichen Zeit pushen sie Kredite in afrikanischen Ländern, insbesondere solchen, die rohstoffreich sind, und sie ermöglichen damit Unternehmen, zum Beispiel hier in Deutschland, große Profite. What do you expect them to do now? It depends on the G20. Also von den G20 hängt ab, ob es einen Fortschritt geben wird. Ich gehe mal weiter und frage mal einen, der es wissen muss. Alberto, du kommst aus Ecuador, bist selbst schon mal Minister gewesen. Was würdest du deinem Ex-Kollegen Schäuble sagen, wenn er jetzt statt da drüben im Wolter-Museum bei uns auf der Fieser Brücke wäre? Stell dir vor, ich wäre jetzt Schäuble. Naja, ich möchte gern wissen, Herr Minister, würde ich ihn fragen, warum die Griechen so behandelt werden mit ihren Auslandsverschuldungen. Warum man die Griechen nicht die gleiche Behandlung, die die Deutschen bekamen nach dem Zweiten Weltkrieg, bekommen können. Und da würde ich dem Minister sagen, wir sehen die Situation in Griechenland als beispielhaft für die Situation in anderen überverschuldeten Ländern, die durch diese Sparpolitik die Probleme nicht gelöst haben, sondern vergrößert haben. Und ich würde den Minister offen fragen, ob er irgendwann Angst hat, dass die Leute im globalen Süden nicht mehr machen, wenn sie protestieren, weil schließlich geht es um das Leben von Menschen und von der Natur. Wenn es große Überschuldungskrisen gibt, sind die Menschenrechte und die Naturrechte stark gefährdet. Vielen Dank, Alberto und Fenwell. Wir hoffen, dass Herr Schäuble doch noch mal irgendwann die Gelegenheit ergreift, diese Frage auch persönlich zu beantworten. Wenn ein Land einmal überschuldet ist, so wie wir das hier symbolisieren mit den Ballons, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Es braucht so etwas wie einen Schuldenschnitt, einen Akt der Befreiung, der einen Neuanfang möglich macht. Also genau das, was die Bundesregierung, wie Alberto gesagt hat, im Fall Griechenland seit 6 Jahren hintertreibt. Wenn die G20 sich für eine Wirtschaftsweltregierung halten, dann ist es ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Staaten durch die Schulden nicht erstickt werden. Dann müssen sie dafür sorgen, dass sie die Möglichkeit für faire und rechtsstaatliche Entschuldung geschaffen wird. Nur mit einem schnellen Schuldenschnitt können sich die Staaten wieder Luft verschaffen. Die Finanzminister haben eine Gelegenheit, die sie wahrscheinlich noch bei keinem ihrer Gipfel hatten. Sie können nämlich jetzt aus ihrem Casino herauskommen und sie können die Stricke, die die Länder des Südens strangulieren, symbolisch durchschneiden. Wir haben vor 2 Wochen jedem der Minister, die jetzt im Casino sitzen, eine Schere geschickt. Und wir haben sie gebeten, sich eine kleine Auszeit von ihrem Programm zu nehmen und jetzt rauszukommen und die Stricke der verschuldeten Länder durchzuschneiden. Die Frage ist jetzt, ist hier jemand Minister? Any ministers around here? Gentlemen, this is the moment. Ministerin? Eine Ministerin? Auch nicht. Ich rede nicht von Pfarrern. Okay, scheint keiner gekommen zu sein. Da haben wir natürlich mit gerechnet. Das passiert eigentlich immer, wenn wir uns darauf verlassen, dass Minister mal was Nützliches tun sollen. Und wie immer müssen wir die Sache dann selber in die Hand nehmen.
Das deutsche Entschuldungsbündnis Erlassia.de steht für eine weltweite Bewegung gegen die Überschuldung von Staaten. Solidaritätsbewegungen, Kirchen, Entwicklungsorganisationen, viele Eine Welt- und Basisgruppen arbeiten daran mit. Die Kampagne Debt 20, Entwicklung braucht Entschuldung jetzt, wird von fast 200 Organisationen aus ganz Deutschland und im Ausland unterstützt. Die meisten Logos sieht man hier hinter mir auf dem Banner. Und weil wir das schon öfter erlebt haben, dass man sich auf Minister nicht verlassen kann, müssen wir das wieder mal selber machen. Seien Sie alle ganz herzlich begrüßt zu diesem Gottesdienst, den wir in unmittelbarer Nachbarschaft zum G20-Finanzministertreffen hier in der evangelischen Stadtkirche in Baden-Baden feiern. Mein Name ist Thomas Jammerkamp, ich bin Dekan des GMBCs Baden-Baden und Rastatt und neben Pfarrerin Marlene Wendler der zweite Pfarrer hier in der Stadtkirche. Und deshalb habe ich auch die Aufgabe, Sie alle hier ganz herzlich zu begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt Ihnen, Herr Erzbischof Stefan Bröger, und Ihnen, Herr Landesbischof Cornelius Bundschuh, dass Sie heute diesen Gottesdienst mit uns feiern, zeigen, wie wichtig Ihnen das Thema Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit ist ja so etwas wie eine Leitlinie, die sich durch die ganze Bibel zieht. Ein herzliches Willkommen auch unseren Gästen aus der Ökumene, Herrn Alberto Acosta und Herrn Dr. Fendel Borossi. Sie werden in zwei Impulsen uns Einblick geben in die Situation in Ihren Ländern. Es ist gut und wir freuen uns, dass Sie bei uns sind in diesem Gottesdienst. Liebe Tagungsgemeinde, Gipfelgemeinde, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Zeilen aus dem Vaterunser führen uns an die Wurzeln unseres Glaubens. Gott vergibt Schuld. Das ist der Ausgangspunkt. Das ermöglicht Leben. Gott vergibt Schuld, eröffnet neue Wege aus persönlicher, individueller Schuld, aber eben auch aus
Konstellationen, in denen Menschen oder ganze Völker in Schuldknechtschaft gefangen sind. Daran erinnert uns dieser Begriff Erlassjahr. Wer leben will, nachhaltig und so, dass alle zu ihrem Recht kommen, muss regelmäßig innehalten. Das gilt gerade auch für das Wirtschaften, für die Ökonomie. Wir unterbrechen, damit nicht alles von diesem einen Gedanken bestimmt wird. Immer mehr, immer effizienter, alles muss nützlich sein. Das steckt schon hinter dem Sabbat und dem Sonntag. Innehalten, um sich nicht völlig dem Diktat der Nützlichkeit zu unterwerfen und um sich jede Woche neu auszurichten. Auf Gott und auf die Mitmenschen. Diesen Gedanken überträgt das Erlassjahr auf das Wirtschaften. Alle 50 Jahre sollen die, die aus welchem Grund auch immer Kredite bei reicheren Nachbarn aufgenommen haben, dafür ihr eigenes Land, manchmal auch ihre Kinder, ihre Familien, sich selber verpfändet haben, ihren Besitz zurückerhalten. Eine frühe Form der geregelten Privatinsolvenz, wenn Sie so wollen, die regelmäßig und verlässlich einen Neuanfang sichert. Und auch wenn die einen erfolgreich und die anderen vom Pech verfolgt waren, beide wussten, dass es für sie oder jedenfalls für die kommende Generation einen Neuanfang geben würde. Aus Gottes Güte, denn damit fängt es an, aus Gottes Güte erhalten die Lebensrechte überschuldeter Menschen Vorrang vor den Geldinteressen der Gläubiger. Wir leben heute in einer Situation, in der Vermögen extrem ungleich verteilt ist. 8 Personen besitzen auf diesem Planeten so viel wie die Hälfte der ärmeren Weltbevölkerung. 8 einzelne Menschen. 2016 befinden sich über 100 Länder in einer Schuldenkrise. Dramatisch. Oft haben Korruption und Misswirtschaft dazu beigetragen. Jahrelang wurden der Diktatur bei uns von den reichen Ländern Kredite eingeräumt. Jetzt dürfen wir die Kugeln, mit denen auf uns geschossen wurde, auch noch bezahlen, sagt Noah Elzoki aus Ägypten. Wir brauchen großzügige Schuldenerlasse. Wir brauchen ein schnelles und faires Verfahren, um Staatsstreiten zu überwinden. Bisher dienen die Restrukturierungsmaßnahmen oft nur dazu, dass die Gläubiger noch an möglichst viel Geld kommen. Aber die soziale und wirtschaftliche Situation im betroffenen Land verbessert sich nicht. Wir wollen die Menschen zu Wort kommen lassen, gerade auch heute hier, gerade auch in der Kirche. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie beide da sind, Herr Acosta und Herr Bukusi aus Ecuador und Simbabwe. Sie können uns mit Ihren Erfahrungen weiterhelfen und Sie können uns Mut machen, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Und wir wollen Sie gerne stärken und ermutigen, damit wir gemeinsam etwas unternehmen können. Gerade für die Menschen, die besonders massiv unter diesen Krisen leiden. Kinder und Frauen, Kleinbauern und Landlose, Menschen ohne Arbeit. Die, die wir die verwundbarsten Gruppen einer Gesellschaft nennen. Sie haben meistens nichts von den günstigen Krediten gehabt, die es mal zu einer bestimmten Zeit gab. Aber sie tragen oft jetzt am schwersten an den Rückzahlungsbedingungen. An ihrer Situation entscheidet sich, ob wir auf dem Weg in eine gerechte, friedliche Zukunft für alle Menschen auf diesem Planeten sind, so wie das die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN beschreiben. Deshalb gilt Ihnen unsere besondere Aufmerksamkeit und die Liebe Christi und unsere Fürbitte. Für Sie wollen wir eintreten, so wie Christus das getan hat. Ihnen vergibt Gott die Schuld als Ersten und er macht uns frei, Schuld zu vergeben. Manchmal gibt es ein Ringen. Was nützt das, was wir hier tun? Die
Die Balance, was nützt unsere Äußerungen und Forderungen? Der Psalm 85 erinnert uns daran, dass Gottes Güte uns in ein gerechtes Leben führen wird. Dass Gott am Ende Gerechtigkeit vom Himmel fließen lassen wird und uns frei und mutig machen wird, dafür einzutreten. Guten Abend. Ich fühle mich wirklich sehr froh, diesen Gottesdienst, in dem wir über die Auslandsverschuldungsproblematik sprechen. Bestimmt nicht das erste Mal, dass wir in einem neuen Gottesdienst über die Auslandsverschuldungsproblematik sprechen. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Für mich steht das eine große Ehre, hier mit meinem gebrochenen Deutsch etwas darüber zu erzählen. Ich arbeite mit diesen Themen seit sehr vielen Jahren, seit Jahr 1982, wenn ich genau mein Datum sagen kann. Aber im Laufe der Jahre habe ich verstanden, welche Bedeutung die Zusammenarbeit der Kirchen hat, der christlichen Kirche, die katholische und die evangelische Kirche. Kirchen haben am Ende vorjährigen Jahrhunderts einen großen Durchbruch erreicht mit der Zivilgesellschaft der gesamten Welt, mit dieser Erlassjahr-Kampagne im biblischen Sinne, wie man schon hier, wie wir hier gehört haben. Das hat eine große Rolle gespielt. Und ich bin sicher, dass wir uns mit der Kirche agieren, mit anderen sozialen Kräften, mit Gewerkschaften, verschiedenen Formen von Arbeiterschaft, Frauenorganisationen, Umweltorganisationen, die Welt werden. In dieser Hinsicht auch muss ich ganz deutlich sagen, wenn wir den Frieden auf der Erde machen wollen, wie man schon vorhin gesungen hat, brauchen wir Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in jeder Hinsicht. Um Gerechtigkeit zu erreichen, müssen wir das Unrecht spüren. Und Unrecht ist oft das in der Auslandsverschuldungsproblematik zu finden. Unrecht zu den Menschen, Unrecht zu der Natur. Man hat schon heute ganz deutlich gesagt, dass oft das die armen Leute nicht von den Krediten profitiert haben. Die Kredite werden aufgenommen von verschiedenen Regierungen, überall in der Welt, nicht nur im globalen Süden, auch im globalen Norden, wo die Menschen profitieren von diesen Krediten nicht. Aber die armen Menschen mussten später die Kredite bezahlen. Es wird wenig Geld für soziale Investitionen geben. Die Ausgaben für die Schulen, für Gesundheit, für Bildung werden gekürzt. Und da haben wir große Probleme bei unserer Bevölkerung. In dieser Hinsicht müssen wir diese Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Aber gleichzeitig möchte ich noch was dazu sagen. Unsere Mutter Erde, das gemeinsame Haus, wie der Papst Franziskus sagt, wird durch die Auslandsverschuldung auch direkt betroffen. Um die Schulden zu bezahlen, braucht man mehr Öl zu fordern. Um die Schulden zu bezahlen, braucht man mehr Mineralien zu fordern. Und das erreichen wir durch höhere soziale und ökologische Kosten. In den letzten Jahrzehnten sehen wir auch, wie die Welt etwas Verrücktes macht. Wir produzieren Nahrung für die Autos und nicht für die Menschen, sogenannte Biosprit. Große Ländereien in vielen Entwicklungsländern werden für diese Unsinn bestimmt. In dieser Hinsicht glaube ich, ich weiß, in welchem Platz jetzt spreche, akzeptieren, dass der Mensch nicht mehr der Kronos des Schaffens ist, sondern der Kronos der Erschaffenen geworden ist. Ich glaube, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Es geht um die Menschenrechte und die Naturrechte, wenn wir über Auslandsverschuldung reden. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. I'm very honored to be here today. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, hier heute sein zu können. At this particular service. In diesem besonderen Gottesdienst hier. I grew up as a Catholic. Ich
bin als Katholik auf die Welt gekommen. I'm now a Protestant. Bin dann ein Protestant geworden. And to see the Catholic and Protestant, the Bishop and the Catholic Protestant together makes me feel complete. Und hier Bischöfe zusammenzusehen und Christen beider Konfessionen zusammenzusehen, das gibt mir ein Gefühl von Ganzheit. On Monday when I came on Monday. Ich bin letzten Montag hierher gekommen. We went to a hotel. Wir sind dann in ein Hotel gegangen. When we go to the hotel, when they gave us the key on the pillow in the hotel, there were some sweets. Wir haben dann die Schlüssel bekommen in der Rezeption des Hotels und da lagen ein paar Bonbons. So my friend who was with me went in and took the sweet from the pillow. Und mein Freund, der mich begleitet hat, hat Bonbon genommen. And hid it in the cupboard. Und legte es in den Schrank. The reason was that this is the period of Lent. Und der Grund dafür war, dass wir im Moment in der Fastenzeit sind. That's the time we reflect and deny ourselves things we like. Das ist der Moment, um selbst auf Dinge zu verzichten, die wir eigentlich ganz gerne haben. And debt is about money. Und Schulden haben was mit Geld zu tun. Maybe it's also time we think and deny ourselves the benefit of money and think about the people. Vielleicht ist diese Fastenzeit gerade der Moment, wo wir anfangen könnten, an die Menschen zu denken, statt unserem Interesse an dem Geld nachzugehen. I want you to imagine a child who can't get medical attention because there is no money. Stellen Sie sich ein Kind vor, das keine medizinische Behandlung bekommen kann, die es braucht, weil das Geld einfach nicht da ist. I want you to imagine a worker who goes and gets minimum salary. Ich möchte, dass Sie sich einen Arbeiter vorstellen, der versucht, einen Mindestlohn zu bekommen. And pays his tax. Der seine Steuern selbst bezahlt. But that tax is not used to fund the health of his child. Aber diese Schulden werden nicht dazu verwendet, die Gesundheitsversorgung für sein Kind zu finanzieren. But it's given to the rich. Aber es landet in den Taschen der Reichen. Not because he knows what happened. Er weiß gar nicht, was da eigentlich passiert. But because his grandfather had taken a debt from the rich. Das hat auch gar nichts mit ihm zu tun, sondern damit, dass vielleicht sein Großvater von einer Bank in einem reichen Land oder wem auch immer einen Kredit aufgenommen hat. So the child is suffering. Das heißt, das Kind leidet. His father is paying tax. Der Vater zahlt Steuer. For the decisions of the grandfather. Wegen der Entscheidungen, die vielleicht der Großvater mal getroffen hat. And when that happens, und wenn sowas passiert, those who make the decisions do not cut down on their salaries and their actions. Dann ist es in der Regel nicht so, dass diejenigen, die damals die Entscheidung getroffen haben, die Lasten aus ihren eigenen Taschen bezahlen. And that's the story that we are facing with now in Africa. Das ist die Erfahrung, die wir jetzt in vielen Ländern Afrikas machen. So our leaders will take these debts and misuse them. Das heißt, unsere Staatenführer nehmen Kredite auf und missbrauchen sie. When time to repay comes, they repay. Und wenn der Moment der Rückzahlung gekommen ist, dann zahlen sie. At the expense of good schools. Aber die Kosten dafür sind eben, dass es keine besseren Schulen gibt. At the expense of bad hospitals. Dass es keine besseren Krankenhäuser gibt. No food in the houses for its citizens. Dass es keine Lebensmittel in den Häusern der ärmeren Bevölkerung gibt. But when they are ill or their family is ill. Aber wenn sie selbst krank werden oder ihre Familie krank wird. They fly to Germany, France or Britain for health personnel. Nehmen Sie den Flieger nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien und lassen sich dort behandeln. They send their children to schools in Germany, Britain and France. Und sie schicken auch ihre Kinder in Schulen in Deutschland, in England oder in Frankreich. And they buy imported food. Und sie essen importierte Lebensmittel. That is the situation that we are facing in Africa. Das ist unsere Realität in Afrika. And that's why at this time when we reflect on the sacrifice that our Lord Jesus Christ made to die on the cross. Wenn wir deshalb heute darüber nachdenken, welches Opfer unser Herr Christus gebracht hat, als er am Kreuz gestorben ist, we need to reflect on two things. Müssen wir an zwei Dinge denken. Ask ourselves two questions. Müssen wir uns zwei Fragen stellen. Is this just? Ist das gerecht? Is this right? Ist richtig? And if we can say yes, wenn wir ja sagen können, then we can go home and smile tonight. Dann sollten wir nach Hause gehen und uns einen schönen Abend machen. But if we say no, nein sagen, I'll ask you that we work together to
fight and find a situation where debt does not lead to injustice or non-compassion. Dann möchte ich Sie einladen, dass wir zusammen für eine Welt kämpfen, in der Schulden nicht dazu führen, dass die Ungerechtigkeit wächst und dass die Menschen nicht mehr aufeinander Rücksicht nehmen können. And I believe that most of you believe that it is unjust and it is not right. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen denken, dass solche Verhältnisse nicht richtig und nicht gerecht sind. And that's why you are here. Deswegen sind Sie vermutlich hier. So I encourage you to work together with us and continue the support that you give us. Make sure that we live in a world where debt is no longer leading to injustice and lack of rights for the people of Africa. Thank you. Deswegen möchte ich Sie einladen, Teil unseres Kampfes zu sein in einer Welt, in der Gerechtigkeit herrscht und in der die Schulden die Menschen nicht länger voneinander trennen kann. Vielen Dank. Hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silberpfoschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihm den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht im Herzen vergebt, ein jeder seinen Bruder. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor 2 Jahren veröffentlichte Papst Franziskus seine große Umweltenzyklika Laudato Si. Und sie trägt einen Untertitel: Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Eine auf den ersten Blick unscheinbare Bemerkung. Die hat es aber in sich. Denn es ist ja damit unmissverständlich klar, es gibt nur diese eine Erde, es gibt nur dieses eine gemeinsame Haus. Und daraus resultiert, dass wir als Menschheitsfamilie dieses Haus bewohnen. Wir können nicht hier in Europa im Wohlstand leben, ohne die Auswirkungen auf die Länder in Afrika und Lateinamerika im Blick zu haben. Lange, vielleicht viel zu lange, hat man die globalen Zusammenhänge nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen und zu wenig im Sinn einer globalisierten Solidarität. Heute wissen wir mehr. Deshalb ermutige uns Papst Franziskus mit den Worten, ich zitiere: Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen. Zitat Ende. Noch ist es nicht zu spät. Wenn auch die Nöte unserer Zeit, die Katastrophen und Umweltzerstörungen ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben. Entscheidender Ausgangspunkt für alles ist die Grundeinsicht, dass wir alle, dass jede und jeder auf dieser Erde Sorge trägt für dieses gemeinsame Haus unserer Menschheitsfamilie. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sorge für das gemeinsame Haus könnte auch als Überschrift über dem Gleichnis Jesu stehen, das wir eben gehört haben.
Da hat ein Knecht wohl nicht bedacht, dass sein Handwerk ganz konkrete Auswirkungen auf das weitere Zusammenleben hat. Doch nochmal der Reihe nach. Ein Mann schuldet dem König 10.000 Talente. Ein Talent sind 600.000 Denare. Ein Denar ist der durchschnittliche Tageslohn. 10.000 Talente, das kann niemand zurückzahlen. Es steht in keinem Verhältnis zu den 100 Denaren, die der andere Knecht den Großschuldner zurückzahlen muss. Mit den gleichen Worten bitten beide jeweils den Schuldner um Geduld. Sie werden alles zurückzahlen. Ja, 100 Denare, das geht noch. Die sind noch zu verkraften. Bei 10.000 Talenten, das schafft kein Tage. Doch die Vergebung, die der erste Knecht im Übermaß erfahren hat, die gibt er nicht weiter. Er macht sich nicht zu eigen, ebenso zu handeln, wie er behandelt wurde. Im Gegenteil, er wird zum unbarmherzigen Ausbeuter. Treffend und erschütternd zugleich macht Jesus deutlich, wie verheerend dieses Verhalten sich auswirkt. Wie ein Bumerang kommt seine Weigerung, selbst Geduld zu üben, zurück. Heißt es nicht schon im Weisheitsbuch des Alten Testaments, Jesus, Sirach, für deine eigenen Sünden bittest du Erbarmen, aber mit den Sünden deines Nächsten gehst du hart um? Ist es nicht oftmals so? Und Vater unser, werden wir stets daran erinnert, dieses Verhalten zu ändern, mit unseren Schuldigern, mit unseren Schuldnern so umzugehen, wie auch Gott, der barmherzige Vater, mit uns umgeht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus Christus ist es also, der uns zur Nächstenliebe und Solidarität aufruft. Er ruft uns zum Dienst an den Menschen, die an Armut, Hunger und Unrecht leiden. Gerade den Armen, den Leidenden, den Ausgestoßenen, den zu kurz gekommenen hat Jesus sich zugewandt. Zu solcher Zuwendung sind auch wir Christen aufgefordert, ja, verpflichtet. Die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke gilt, ebenso wie die Entwicklungspolitik des Staates, allen Menschen. Nationalität, Herkunft, Religion sind keine Ausschlusskriterien für unsere Solidarität. Allein die Bedürftigkeit zählt. Denn alle Menschen sind geliebte Geschöpfe des himmlischen Vaters. Alle sind Söhne und Töchter Gottes. Und wir alle tragen Sorge für das gemeinsame Haus. Ein Ausdruck dieser Sorge ist das Thema Entschuldung. Denn es zeichnet sich eine neue Schuldenkrise ab. Mehr als 100 Länder stehen vor der Gefahr der Verschuldung mit allen Konsequenzen. Sie müssen mehr an ihre Gläubiger zahlen, als sie können, ohne die Versorgung der Bevölkerung und den sozialen Frieden zu gefährden. Im Schuldenreport von 2016 taucht auch unser Partnerland Peru nach langer Zeit wieder auf. Bei meinem Besuch anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft der Erzdiözese Freiburg mit der katholischen Kirche Perus konnte ich vor Ort sehen, wie eingeschränkt die Möglichkeiten auf ein menschenwürdiges Leben in vielen Bereichen des Landes sind. Das nach betroffen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Entschuldung ist ein Dienst für die Menschen, für die Ärmsten der Erde. Es geht eben nicht um Objekte, über die politisch verhandelt wird, sondern um Subjekte, um Arme und Armgemachte, die eine Perspektive brauchen. Es sind ganz konkrete Menschen, die unter ungerechten Strukturen leiden, und es sind konkrete Menschen, die an diesen ungerechten Strukturen verdienen. Dagegen gilt es sich zu tun.
Gemäß dem Evangelium Jesu Christi ist es für uns als Christen, für uns als Kirchen ein Grundanliegen, wenn wir für Solidarität und Gerechtigkeit einstehen. Die Entschuldung darf nicht den politisch Verantwortlichen persönlich zugute kommen, sondern den Armen und Benachteiligten. Diese müssen Träger der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sein. Voraussetzungen dafür zu schaffen und Hindernisse zu beseitigen, das ist Aufgabe staatlicher Politik und auch kirchlicher Entwicklungsarbeit. Unsere Solidarität will Menschen befähigen, das eigene Leben und das Leben ihrer Gemeinschaften selbstständig zu gestalten. Sie darf nicht dazu führen, dass Menschen zu ewigen Schutzbefohlenen werden. Hier gilt das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, die Hilfe zur Selbsthilfe, die unsere kirchliche Soziallehre prägt. Und wir? Was können wir persönlich tun? Wir sollten so leben, dass andere leben und überleben können. Es gilt immer wieder neu die Fähigkeit zu erwerben und sie sich zu bewahren, die Welt, unser gemeinsames Haus Erde mit den Augen der anderen, der Benachteiligten zu sehen. Das lehrt uns Papst Franziskus. Er kennt als Argentinier aus seiner Zeit als Kardinal von Buenos Aires die Nöte aus nächster Nähe. Er weiß um die Not, die aus der Ausbeutung der Rohstoffe erwächst. Er macht uns deutlich, dass es neben der Frage der Entschuldung im finanziellen Bereich auch um die Frage der ökologischen Schulden geht, die die reichen Industrienationen abzutragen haben. Denn ich zitiere, es gibt eine wirkliche ökologische Schuld, besonders zwischen dem Norden und dem Süden, im Zusammenhang mit Ungleichgewichten im Handel und ihren Konsequenzen im ökologischen Bereich, wie auch mit dem im Laufe der Geschichte von einigen Ländern praktizierten unproportionierten Verbrauch der natürlichen Ressourcen. Zitat Ende. Liebe Schwestern, liebe Brüder, reiche Industrieländer führen mit verschuldeten Ländern vorwiegend aus dem globalen Sinne Gespräche, um mögliche Umschuldungen oder auch Schuldenerlasse zu diskutieren. Doch finden diese Gespräche immer auf gleicher Augenhöhe statt. Die Gläubiger können den Schuldnern in diesem Zusammenhang Bedingungen diktieren, wie auch teilweise an die Ausbeutung der im Schuldnerland vorhandenen Rohstoffe gebunden sind. Und das macht uns doch an das Gleichnis Jesu erinnern. Wenn wir uns in diesen Wochen auf das Osterfest vorbereiten, dann besinnen wir uns dankbar auf das Erbarmen und die heilende Liebe unseres Herrn, der durch sein Tod am Kreuz die ganze Welt erlöst hat. Wenn Christen seit 2000 Jahren in der Nachfolge Jesu nicht müde werden, gegen Unrecht und Hass, gegen Hunger und Krankheit, gegen Leid und Tod aufzustehen und sich gemeinsam stemmen gegen die Kräfte des Bösen in unserer Welt, dann tun wir dies, weil wir eine Hoffnung haben. Auf diese Hoffnung wird uns der Glaube schenkt, besinnen wir uns in dieser Stunde. Vielleicht gelingt es uns auch mehr, dass wir uns Gedanken der Versöhnung und eines neuen Anfangs auch in unserer nächsten Nähe, in der eigenen Familie, am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis zulassen. Auch den Hunger nach Versöhnung und Vergebung von Schuld unter uns Menschen und damit mit meinem Nächsten gilt es zu stillen. Auch die Krankheit der Unbarmherzigkeit und Gefühllosigkeit will geheilt werden. Das alles und noch viel mehr kann gelingen im Blick auf Jesus Christus und im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes. Er befähigt uns, immer wieder aufzustehen, uns mit der Not und dem Elend dieser Welt nicht abzufinden. Er befähigt uns, im Kampf mit allem Unrecht und Leid Lösungen zu suchen und zu finden, um so Sorge zu tragen für das gemeinsame Haus.
Haus, unser Haus und Gottes Eigentum, für das wir alle gemeinsam Verantwortung tragen. Amen. Wir beten für die Menschen im Südsudan, in diesem vom Bürgerkrieg geschundenen Land. Seit dessen Ausbruch gab es hunderttausende Todesopfer und 2,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Jetzt kommt noch die Hungersnot dazu. Überall fehlen die nötigsten Grundnahrungsmittel. Und der Bürgerkrieg tobt weiter, trotz aller Friedensinitiativen. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich. Gott, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Nimm den Kriegsherren die Waffen aus der Hand. Hilf, dass Frieden einkehrt in dieses geplagte Land. Die Menschen brauchen Brot und Wasser, Hoffnung und Trost. Ecuadors Wirtschaft ist am meisten von Erdölressourcen abhängig. Weitere Exportwaren sind Bananen, Krabben oder Schnittblumen. Um die Jahrtausendwende erlebte Ecuador eine ernste wirtschaftliche Krise. Die Armut. Das Bankensystem brach zusammen und Ecuador litt unter seinen hohen Auslandsschulden. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich. Gott, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Hilf, dass die Frucht der Arbeit bei denen ankommt, die sie verrichten, dass soziale und wirtschaftliche Missstände mit Rücksicht auf die Ärmsten gesehen und gelöst werden. Griechenland, EU-Mitglied seit Beginn des Jahrtausends, ist ein binnenwirtschaftlich orientierter Staat. Der öffentliche Sektor trägt ca. 40% zur jährlichen Wirtschaftsleistung bei. Und der Binnenkonsum ist stark ausgeprägt, weshalb die griechische Wirtschaft die Sparmaßnahmen im Rahmen der griechischen Schuldenkrise besonders hart treffen. Die Verschuldung des Landes ist aktuell nicht tragbar und wird voraussichtlich auch in naher Zukunft nicht tragfähig sein. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich. Gott, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Die Schuldenlast bedrängt besonders die Alten und sozial Schwachen. Noch immer können Hunderttausende ihre Existenz kaum bestreiten. Hilf, dass die eine Stimme haben, die sich um ihre Zukunft, ihr Auskommen ängstigen. Eine Stimme, auf die gehört wird. Die Wirtschaft in den Philippinen weist einen für Entwicklungsländer typischen Gegensatz auf. Auf der einen Seite vor allem im ländlichen Bereich Armut und landwirtschaftliche Subsistenzproduktion, auf der anderen Seite eine gut entwickelte Industrie und ein anziehender Dienstleistungssektor in städtischen Bereichen. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich. Gott, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Die unsägliche Gewalt, mit der Menschen wahllose gemordet werden,
die Rechtsunsicherheit schafft und die Gesellschaft verruhen lässt. Die Gewalt muss ein Ende haben. Gott, stärke die, die Frieden und Gerechtigkeit suchen. In Papua-Neuguinea haben der Bergbau und das Abholzen des Regenwalds zu erheblichen Umweltschäden geführt. Wirtschaftlich und im Tourismus kommt das Land kaum voran. Wegen Spannungen innerhalb der Bevölkerung, durch Landrechtskonflikte, Korruption, Intransparenz und mangelnde Infrastruktur. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich, Gott, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Hilf, dass deine Schöpfung bewahrt bleibe und hilf, dass Menschen sich finden, die Versöhnung wagen, die auch vermitteln können und denen es gelingt, die alten und die neuen Wunden zu heilen. Viele Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika sind von Überschuldung bedroht. Das heißt, diese Länder haben kein Geld mehr, um die Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern pünktlich zu erfüllen. Staatlicher Geldmangel führt vielerorts dazu, dass die öffentliche Sicherheit, die Gesundheitsversorgung und die Infrastruktur gefährdet oder gar nicht mehr vorhanden sind. Gegenwärtig sind weltweit 108 Länder von Überschuldung bedroht. Wir sehen die Not, Gott, und bitten dich, bewege uns und bewege die Herzen derer, die Verantwortung tragen. Öffne uns die Augen und die Ohren, Gott, damit wir sehen und hören, wo wir selber gerufen sind. Unsere Stimmen zu erheben für Gerechtigkeit und gerechter zu leben, wo das alltäglich möglich ist. Wir möchten uns nicht verschließen, Gott. Bitte ermutige uns.